Hallo und willkommen zu einem weiteren Replay-Analyse. In dem Fall von Centurium Macro vom Clan Hydro. Was mir auffällt, du bist auch erstmal mit Dr. McCoy in einem Division. Ich habe mich schon gewundert, wo er ist. Jetzt weiß ich's. Ich kenne den Menschen. Netter Kerl. Schönen Gruß auch mal hier raus. Und ja, du spielst hier im Stufe 10er. Kreuzer der Russen in der Moskwa und auf der Karte Mountain Range, was so viel wie Gebirgskette heißt. Ja, und du hast es eingesendet, weil ich soll es mal kommentieren und vielleicht kann man ja was finden, was ich besser machen würde. Ich habe es mir einmal angeguckt, da habe ich jetzt nicht so viel gefunden, aber man kann das Ganze ja auch als positives Beispiel nehmen und von daher behandle ich das dann auch so. Gucken wir uns das Matchmaking mal an. Eigentlich ziemlich Standard. Stufe 8 bis Stufe 10. Mehrheitlich Stufe 10 und 9. Ja. Deine Position hier ist okay. Vielleicht ein bisschen viel Breitseite. Du versuchst den Zerstörer zu unterstützen. Das ist schon mal sehr, sehr löblich. Die Kreise hier sieht man ja. Das hier ist die Radarreichweite, die du hast. Ja. Und von daher macht das schon Sinn. Mit der Moskwa ist es immer ein bisschen schwierig, auf der Karte hier so nah ranzufahren. Entweder man muss sich anwinkeln nach vorne, so wie du das gerade machst. Da ist es aber dann wieder schwierig wegzukommen, falls der Gegner irgendwas komplett Beklopptes à la ja, Push durch die Mitte oder sowas macht. Aber das passiert relativ selten. Von daher, meistens fahren die Gegner von hier unten ja nach Richtung C. Aber ja, gut. Also ich meine, die Moskwa ist ja ein stationärer Kreuzer, oder ich nenne es halt mal so einen stationären Kreuzer, ist nicht so gut wie im Ausweichen, also Kiten, wie andere Kreuzer. Von daher ist das schon okay. Mit der Des Moines hätte man hier Schwierigkeiten, das kann man vergessen eigentlich mehr oder minder, außer man will am Anfang ganz viel Schaden abbekommen. Die Moskwa hingegen hat die Trefferpunkte und auch die Panzerung, um das zu überstehen. Hat zwar nur einen 25 mm Bug. Allerdings hat sie jetzt nochmal nach dem Upgrade ein 50 mm Plating oder so nochmal einen extra Schutz oben vorne am Bug am unteren Bereich bekommen, wodurch man jetzt noch eine ganze Menge mehr Abpraller bekommt. So, du fährst jetzt hier ziemlich aggressiv und versuchst die Fletcher zu unterstützen, indem du die Kagero aufmachst. Das ist ziemlich gut. Der hat sich allerdings auch ziemlich gut hingestellt, nämlich so, dass er ganz schnell wegkommt. Und du fährst auch schon wieder langsamer, was vernünftig ist. Du kannst nämlich nicht, wenn du kannst da nicht hinterherjagen. Das geht meistens in die Hose, weil dich dann nieder fokussiert und du dann doch relativ schnell versenkt wirst, wenn du Pech hast. In dem Falle geht's eigentlich. Eine Alsace ist nicht so ein großes Problem, weil die Alsace 380 mm Geschütze hat. Sie kann dich zwar theoretisch frontal overmatchen, aber dank des 50 mm oder des neuen 50 mm Schutzes ist das jetzt kein so großes Problem mehr. Ziehst dich jetzt zurück, das ist vernünftig. Ich würde wahrscheinlich sogar schon aufhören zu schießen, weil über, ich meine klar, du hast jetzt hier schon die Reichweite, also muss man vielleicht dazu sagen, er nutzt nicht das Nachlademodul, das Reichweitemodul, er hat dazu geschrieben, halt quasi wie man das in den Clan Wars nutzt. Und von daher ist das schon okay. Aber wie gesagt, es bringt dir jetzt gerade gar nichts, auf die Moskwa auf knapp 19 Kilometer in der HE zu schießen. Kann er alles heilen, kann wieder unsichtbar werden. Bringt halt weniger. Dann eher AP, was man in der Moskwa so eher schießt. Moskwa AP ist sehr stark, hohe Penetration. Die Flugbahn seht ihr ja auch, sehr flach. Perfekt für sowas, um gegnerische Kreuzer selbst über größere Reichweiten zu zitadellen. Teilweise sogar Schlachtschiffe, aber da kommt es dann drauf an, wie stark die Panzerung der Schlachtschiffe ist. So, was man mit der Moskwa oder mit jedem stationären Kreuzer mal beobachten muss, also Moskwa in der Mitte kann man machen, ist aber auf Dauer nicht immer vorteilhaft.
zwar, das hast du auch geschrieben, weil nämlich diese A-Flanke hier komplett aufgegeben wird von deinem Team. Das heißt, du bist gezwungen, okay, jetzt würde ich halt zum auf jeden Fall unsichtbar gehen, rausdrehen und in eine Position gehen, wo ich mich gegen beide oder gegen diesen Bereich hier anwinkeln kann. Oder am besten sogar mich um die hier kümmern, weil ihr habt hier Kontrolle über C, das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ja, also jetzt so noch tiefer reinfahren, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich würde mich halt einfach um die hier kümmern. Ihr habt hier noch genügend Schiffe, um das hier quasi abzufangen. Der Gegner muss hier auf jeden Fall Kontrolle über B bekommen oder C, aber C sieht momentan schlecht für sie aus, also gehe ich nur davon aus, dass sie dann irgendwie versuchen, B zu bekommen. Okay, habe ich noch irgendwas vergessen? Jetzt bist du gespottet, weil, ja, das finde ich halt wie gesagt nicht ganz so gut. Es ist nicht so dramatisch, weil kein Schlachtschiff in der Mitte ist, aber sobald mal ein aufmerksamer Schlachtschiffspieler auch von A rüber guckt, der wird dann irgendwann deine Breitseite finden. Jetzt drehst du halt rein, wenn du halt aufgedeckt bist und wenn die gegnerische Moskwa ein bisschen aufgepasst hätte, hättest du schon längst AP geladen und würde dich beschießen, genau jetzt. Aber du kommst davon, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Oder was ist nicht so schlimm, aber das passt dann schon. So, und jetzt machst du genau das, was ich jetzt vorgeschlagen habe. Du kümmerst dich erstmal um die andere Seite. Ich meine, die Schlachtschiffe auf der anderen Seite sind doch tatsächlich noch relativ weit weg. Die haben diesen komischen Weg hier oben lang gegangen, sind den komischen Weg da oben lang. Was die Z46 da macht, ist mir auch ein Rätsel. Ist die. Weiß gar nicht. Radar hast du nicht? Keine Ahnung, warum der aufgedeckt war, aber gut. Ja, vielleicht die Booster hier. Ja, wahrscheinlich die Booster hier. Okay. Das sieht jetzt eigentlich alles ganz gut aus. Eigentlich, wenn das Team jetzt ja alles richtig macht, müsste das eigentlich nur noch ganz entspannt runterspielen. Mehr müsste da eigentlich nicht machen. Die gegnerische Kagero ist raus, das heißt, Radar brauchst du jetzt auch nicht mehr unbedingt, weil kein gegnerischer Zerstörer mehr da ist und so weiter. Schießt hier HE, kann man auch AP schießen? Ja, du wechselst schon, perfekt. Nochmal etwas dazu, ob ich eher Nachlademodul oder Reichweitenmodul in Zufallsgefechten spielen würde. Also ich würde eigentlich immer Nachlademodul spielen. Ganz einfach, weil du halt den höheren Schadensoutput haben willst. Im Clan Battles hat man das einfach immer, weil man ja die Reichweite doch sehr oft braucht und in der Moskwa nicht die höchste Schaden pro Minute oder nicht den höchsten Schaden pro Minute aus hat. Und deswegen auch nicht so ganz viel schießt. Ja? Also man versucht in Clan Battles halt hauptsächlich AP zu schießen, um auch noch ein zusätzliches Kreuzfeuer quasi etablieren zu können. Man kann das so nennen, also die Moskwa ist quasi das ein kleines Schlachtschiff im Clan Boss, weil sie halt einfach diese starke AP hat, auch noch über eine lange Reichweite und auch gegnerische Kreuzer damit ziemlich übel für Fehler bestrafen kann. Werde hier auf dem Kanal auch demnächst noch ein paar Clan Battles Replays hochladen. Die neue Saison hat ja am Samstag begonnen und da wird man das auch sehen. Okay. Ja, du stehst jetzt hier in einer ziemlich guten Position. Das Einzige, was du ein bisschen Sorgen machen muss, ist vielleicht, dass die Bismarck kommt, aber du bist perfekt angewinkelt, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen viel Breitseite, also die Yamato, die hätte wahrscheinlich gute Schüsse, wenn sie darauf achten würde. Irgendwie macht dein Team hier gerade ziemlich Mist. Die sterben hier gerade wie die Fliegen. Das waren jetzt zwei oder drei Schiffe auf einmal. Das macht die Aufgabe natürlich nicht einfacher. Ja, und jetzt seht ihr es hier halt auch, die Yamato, da sind ganz schöne Volleys drinne. Also könnt ihr schon schön Schaden machen. Nochmal 7, 6. Also umso näher die kommt und Breitseite zeigt, umso besser für dich, weil das kann man halt wirklich ausnutzen. Hier nochmal fast 10.
Also schon ziemlich starke panzerbrechenden Granaten, wie man sieht. So, du guckst jetzt mal, was jetzt sonst noch so passiert. Ziehst dich ein bisschen zurück, was ich verstehen kann, bevor du hier umzingelt wirst. Du musst halt dieses Angewinkel da beibehalten. Da hast du dich jetzt aber ein bisschen. Ja. Das war ein guter Volley von der Bismarck. 14.000, das tut dann auch eine Moskau weh, aber du hast halt zu viel Breitseite gezeigt. Immer wenn ich mich so neu auf eine neue, ja, wie heißt's, Position begebe mit der Moskau, dann versuche ich möglichst. Ja, das war nochmal ein ziemlich übler Volley. Versuche ich mich immer relativ unentdeckt in eine andere Position zu begeben. Blöd ist, dass du jetzt hier repariert hast, weil wenn jetzt die Hindenburg schießt und wenn sie nicht ganz bekloppt ist, dann wird sie merken, dass du nicht so blöd bist und dich normalerweise anwinkelst, wenn es geht. Und von daher dann wahrscheinlich auch weiter HE auf dich schießen. Und dann hast du dann deine Feuer sitzen. Ich meine, du hast natürlich ein bisschen HP verloren, aber trotzdem wirst du jetzt das noch überleben, denke ich. Also entweder schießt du gar nicht mehr und wartest erstmal auf deine Schadensbegrenzung. Aber ich bin kein großer Fan davon, das direkt beim ersten Mal zu machen. Vor allem, wenn die hier pushen. Also läufst du ja auch Gefahr, immer wieder aufgedeckt zu werden. Weil, wie wir wissen, hat die Moskwa nicht das Beste, den besten Sichtbarkeitswert. Außerdem ist es noch eine Omni-Hindenburg, also der weiß, was er tut, normalerweise. Naja, auf jeden Fall beschäftigt er sich aber gerade mit der Monarch, das heißt, du kannst ihm hier auf jeden Fall noch ein paar Boni bieten. Deine Schadensbegrenzungsteam ist wieder verfügbar, dein Heal ist wieder verfügbar, das heißt, du kannst jetzt hier auf jeden Fall was machen. Natürlich hast du jetzt noch den Vorteil, dass Adrenaline Rush einsetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, AP kannst du jetzt auch langsam nutzen. Er dreht so ein bisschen raus. Ja. Könnte ein guter Volley werden, gucken wir mal. Ah, nicht ganz so, aber schon ganz gut. Die 220 mm, die machen halt schon ordentlich Bums, also die AP, wenn man dann ordentlich zielt, ordentlich trifft. Sehr gut, rausgenommen. Hindenburg war eine ziemlich große Bedrohung, die DPM, die er hat und so weiter und so fort. Ich wundere mich, warum er da stehen geblieben ist, weil so sehr seid ihr noch nicht vorne, dass es uneinholbar wäre. Dadurch, dass er jetzt gestorben ist und sitzen geblieben ist und nicht versucht hat, irgendwie gar nicht mehr zu schießen, hat er halt das Ganze damit. Mit seinem quasi Schiff bezahlt, was jetzt auch nicht unbedingt besser war für das gegnerische Team, weil verliert man natürlich noch mehr Punkte. Du machst das jetzt hier relativ gut, spielst jetzt hier Long Range, während die anderen halt mehr oder minder okkupiert sind. Hilfst nochmal deiner Sau, dem Herrn McCoy, mit der Conqueror. Hier würde ich jetzt AP schießen. Also Conqueror flache Breitseite kann man auch AP schießen, ist überhaupt kein Problem. Auch auf diese lange Distanz. Und das Problem mit der Conqueror ist ja, wenn man HE schießt und ich meine, das sind jetzt 20 Kilometer, er kann das halt alles wieder heilen. Und von daher bin ich da jetzt kein so großer Freund von, dass der jetzt hier die ganze Zeit HE schießt. Ich meine, klar, sieht so aus, als ob er nicht. Ja, jetzt kann er wieder reparieren. Er spielt halt auch zu aggressiv, muss man auch nochmal dazu sagen. Weiß nicht, also ich. Gut, jetzt hast du halt das Problem, jetzt bist du alleine gegen drei. Aber ihr führt immer noch nach Punkten, das ist gut. Ihr habt am Anfang ziemlich viele Punkte gehabt. Ja. So, wenn ich die Conqueror wäre, würde ich auf jeden Fall jetzt nichts mehr machen. So, und du musst dich jetzt mal um die Bismarck kümmern. Das hat die Conqueror halt mit ihrem Leben bezahlt, weil sie halt nicht aufgehört hat zu schießen. So ein typisches Problem, was ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe,
Schlachtschiffspieler oder Allgemeinspieler, die können einfach nicht aufhören zu schießen. Oder wissen anscheinend nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. So, Radar. Das war eine ziemlich clevere Idee. Du willst wissen, wo die Bismarck langfährt, damit du dich anwinkeln kannst und du keine doofe Überraschung hast. Bismarck auf die Entfernung, Breitseite, das ist ein Träumchen für eine Moskwa. Schön in den oberen, oberhalb des Armabelts zielen. Ja, dann macht man halt solche krassen Salben. Er muss dir quasi, also ich weiß nicht, ob er den 50mm Bug overmatchen kann, ich glaub's nicht. Nee, kann er nicht. Das heißt, eine Zitadelle wird er nicht kriegen, muss halt dann höher zielen, um überhaupt Schaden zu machen. Aber ihr seht, alles abgeprallt. Plus noch die blöde, oder die nicht allzu gute Streuung auf der Bismarck und... Schon Bescheid, ja. Sauber gespielt hier von dir. Überlegt, du bist jetzt noch undetected. Du wirst jetzt versuchen, wahrscheinlich in C reinzufahren. Genau, was das Vernünftige ist, um den Sieg nochmal sicher zu machen. Du hast noch 3 Minuten Zeit. Die gegnerische Moskwa ist noch irgendwo. Sehr gut, du bist nicht mehr entdeckt. Das heißt, musst du jetzt auch keine Gedanken darüber machen, dass er jetzt mit AP auf dich drauf schießt. Ja, und dann kannst du erstmal C cappen. Also alles in allem kann ich nur sagen, hast du das jetzt recht relativ gut gespielt, bis auf ein paar kleine Kleinigkeiten. Und die Fehler mache ich aber auch manchmal. Manchmal passt man halt nicht auf, als zum Beispiel da, wo du den Volley von der Bismarck bekommen hast oder der Hindenburg, da hast du dich halt nicht früh genug angewinkelt. Du warst da einfach noch zu sehr fokussiert auf andere Ziele zu beschießen, aber wenn du da dem Ganzen entgehen willst, dann würde ich halt erst empfehlen zu schießen, wenn du halt in der richtigen Position bist. So kann man sich doch nur eine ganze Menge Trefferpunkte aufsparen. Gerade für so knappe Spiele. Gut, das war nicht erwartbar, muss man sagen. Also ihr habt ja eine ganze Zeit lang geführt. Ja. Da hast du das schon ganz okay gemacht. Und war auch nicht zu erwarten, dass du irgendwie jetzt hier super tryhard spielen musst, weil... Ja. Wer kann ahnen, dass das Team so schnell wieder drauf geht. Aber wir wissen es, Zufallsgefechte immer speziell. So, gegnerische Moskwa ist jetzt in B. Das heißt, du musst C unbedingt einnehmen. Obwohl, ja, doch, musst du. Sonst generiert ihr keine Punkte mehr. Finde ich jetzt auch gut, was du machst. Du fährst jetzt hier hinter die Insel, wo du sicher den Punkt einnehmen kannst. Ja, alles in allem, also wirklich überlegt gespielt. Ja, kann sich schon mal jemand eine Scheibe abschneiden. Also wenn jemand hier so ein... das mal sieht und er ist nicht so erfahren, so spielt man Moskwa eigentlich. Optimalerweise. Gut, so, jetzt winkelst du dich wahrscheinlich an. Muss jetzt nur noch 1 Minute 10 überstehen. Der Vorsprung sollte ausreichen, um das Spiel nach Hause zu fahren, wenn du nicht stirbst. So. Winkelt sich an. Die Moskwa hat AP geladen, was dir in dem Falle nichts ausmacht, weil du wirklich zu gut gewinkelt bist. Ja, kriegt dann Overpen. Ich glaube, ich hätte einfach auf. Wäre einfach bei HE geblieben. Du nutzt jetzt nur deine hinteren Türme, was auch okay ist. Du willst einfach nur überleben. Was völlig vernünftig ist und deswegen muss jetzt, du wirst, also wenn es jetzt darum gehen würde, wenn das jetzt noch längere Zeit dauern würde, dann würdet ihr wahrscheinlich das Spiel verlieren, aber weil du halt einfach keine Trefferpunkte mehr hast. Ja, stell dich einfach angewinkelt hin, lass ihn halt AE schießen und überlebt die 18 Sekunden und dann sollte das Spiel eigentlich in eurer Tasche sein. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, alles in allem sehr, sehr solide gespielt. Nur kleinere Fehler, die ich jetzt erkennen konnte. Positionierung hat mir gut gefallen, mehrheitlich. Also, ja, kann man nichts sagen. Gut gespielt, verdient gewonnen. Hast das Spiel für dein Team am Ende gecarried, sodass ihr den Sieg habt. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Abschlussbildschirm gibt es nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Man hat ja gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat, wie viele Kills. Darum geht es aber auch hier nicht. Es geht eher darum, was daraus zu lernen. Okay, Leute, hoffe, das hat euch gefallen. Hoffentlich war es hilfreich. Wenn es so ist, schreibt gerne einen Kommentar dazu. Ansonsten über ein Like würde ich mich auch freuen. Und sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht dann schon mit einem ersten Clan Battle mal gucken, wie es so passt. Also, schönen Tag euch noch, euer Eito. Bye bye.